Ein herzliches Willkommen von der Agilen Konferenz. Wir sind beim großen Finale, dem RoboSumo. Ich bin Tim und bei mir sitzt mein Experte Jörg. Hallo. Jörg, sag mir doch kurz, welche Teams nehmen denn heute beim RoboSumo teil? Das ist einmal Check24, Hauptsponsor der Agilen Konferenz. Dann Citizenfy, die uns technisch sehr gut unterstützt haben. Cozy, E-Texture, auch Sponsor und selbstverständlich die ESA. Die ESA, verrückt. Sag uns kurz, was erwartet uns? Wie sind die Regeln beim RoboSumo? Die gebauten Roboter müssen autonom fahren, dürfen nicht über 1 Kilo wiegen und dürfen keine Waffen bei sich tragen. Okay. Hast du einen Favoriten heute, Jörg? Mein Favorit ist die ESA, weil sie erst heute begonnen haben und die werden es. Die werden es? Ja, für mich werden die es. Also wir haben gehört, dass Citizenfy lange schon getüftelt hat. Check24, Cozy, E-Checkture, das sind alles irgendwie Wundertüten, wir schauen uns das mal an. Yeah. Um quasi euch ein bisschen einen Einblick zu geben, haben wir was vorbereitet. Jetzt sehen wir gerade in der Einblendung, es wird eine kleine Demo-Runde geben. Ne? Genau, von Xisio. Gegen Xisio, und zwar ist es so, Xisio ist die Firma von Michael Ibsen. Er hat die Roboterbausätze zusammengestellt und auch angeboten, genau, und hat auch heute alles betreut. Und da sehen wir schon die beiden Roboter, einmal rechts und einmal links. Was gerade der Herr auf der rechten Seite macht, ist, er ist mit der Hand schon an dem Anschaltknopf, denn die Roboter werden nur angeschaltet und suchen sich dann automatisch ihren Gegner. Okay, das heißt, die haben auch optische Sensoren und können genau. Ihren Gegner... Oh Gott, hier geht's direkt wild los, meine Güte. Genau. Das ist ein ultra kurzer Kampf gewesen, Jörg. Ja, absolut. Und wie ihr seht, vorne an dem Roboter, der gerade unten rausgegangen ist, rechts unten, der hat vorne so 2 runde Ausstülpung. Und das ist der Ultraschallsensor. Mit dem sendet der Ultraschall Wellen aus. Und wenn die dann, je nachdem wie er programmiert ist, wenn er dann ein Hindernis sieht, rennt er entweder darauf zu oder fährt darauf zu, je nachdem, was man verbaut. Kette, Kettenantrieb, Antrieb, Beine gibt es auch, seltene und Räder. Und das ging jetzt ratzfatz, weil offensichtlich war der andere nicht schnell genug im Hochfahren, was auch mit dem Energiemanagement tatsächlich zu tun haben kann, weil alle haben einen bestimmten Battery Pack im Startset. Und je nachdem, wie viele Sachen man verbaut, ist es so, dass der Nano, der drauf ist, da nicht richtig funktionieren kann. Jetzt noch eine Frage zum Spiel. Arduino, sorry. Arduino, der Arduino Nano ist, glaube ich, verbaut. Und der ist dann eben, in dem Moment hat er nicht genug Energie und dann funktioniert es nicht richtig. Also viele Sachen, die zu beachten sind und genau. Wir haben jetzt gerade gesehen, das gab quasi einen deutlichen Sieger hier, denn es geht natürlich beim RoboSumo darum, den Gegner vom Spielfeld zu drängen. Das Spielfeld hat eine gewisse Größe. Ihr seht es hier von oben genau abgezeichnet. Die Platte darf nicht verlassen werden oder darf sie verlassen werden, Jörg? Wie sieht's aus? Also für diese agile Konferenz war es so, dass man den Robotern die Möglichkeit gab, wenn sie auf der Kippe sind, also wenn sie jetzt auf der rechten Seite zum Beispiel weiter runterrutschen und sie schaffen es wieder hoch und sie sind noch bis zu einem gewissen Teil drin in der Arena, dann ja. Aber wenn sie draußen sind und nach einer gewissen Zeit eben nicht wieder zurückkommen, dann werden sie ausgeschieden, sie werden ausgezählt, genau. Gut, es geht immer um 2 Punkte. 2 Minuten sind die Runden begrenzt und wir haben hier schon unsere ersten 2 Challengers. Das ist das Team von E-Checkture gegen das Team von Cozy. Ihr seht jetzt tatsächlich die Überkopfkamera und die Größe ist ja komplett unterschiedlich. Die haben vorne einen Kampf verbaut, ist das richtig? Das dürfen sie. Es ist ja keine Waffe. Ein bisschen unfair finde ich. Ich weiß nicht, ob man unfair sagen sollte, aber genau, ja. Er muss nämlich den Roboter genau da starten lassen, wo der andere auch startet. Wie wir sehen, Cozy hat keine Ramme oder so verbaut. Oh Gott, aber da hinten ist ein Skorpionstachel. Also ja. Ich weiß nicht, ob das so regelkonform ist. Das Schöne ist, es ist ja nur Optik. Und faszinierend ist auch, die Teams durften ja alles verbauen, was sie wollten. Wir sehen, hier geht's los. Sie nehmen sich...
Oh mein Gott, oh. Was? Okay, Cozy hat sich selbst disqualifiziert. So. Da links sieht man auch noch den Roman, der die Sache dann noch, der wollte gerade noch den Cozy-Roboter retten. Ja, leider hat sich Cozy gerade selbst disqualifiziert. Das heißt, 2 Punkte für... E-Tector, leichtes Spiel in dem Fall. Ja. Leichtes Spiel. Wäre es da nicht einfach sinnvoll, einen Roboter zu programmieren, der sich einfach auf der Stelle dreht und wartet, bis der andere sich selbst hinausschiebt? Oder meinst du, wir werden Teams sehen, die Roboter bauen, die tatsächlich auf Angriff gepolt sind? Ja, also vielleicht hatte ja Cozy auch einfach ein Problem mit den Sensoren, die sie verbaut haben. Und vielleicht hatten sie nicht nur den Ultraschallsensor, weil die Teams durften ja auch eigene Bauteile mitbringen. Okay. Und durften diese dann an ihren Roboter anbringen und sozusagen den erweitern. Also sie durften außer Waffen und der Gewichtsbegrenzung ja machen, was sie wollten. Und der Kamm war ja nichts anderes als von E-Tecture, der vorne dran war, war ja nichts anderes als eine Möglichkeit, den Gegner zu verwirren. Ja, oder auch das Rad einfach vorne nach oben zu bringen von dem Roboter, der angreift, und so ihn einfach wegzuschieben, okay, weil er keinen Grip mehr hat. Und wir haben ja auch gesehen, dass E-Tecture 4 Räder hatte. Oh, jetzt haben wir direkt das nächste Duell. Ein kleiner Geheimfavorit von Jörg war die ESA, die jetzt hier antritt gegen Check24, die als Hauptsponsor der agilen Konferenz natürlich einen kleinen Heimvorteil haben. Und wie ihr seht... Das ist tatsächlich ein Killer. Jetzt haben wir aber tatsächlich 2 Roboter, die sich recht ähnlich sehen in der Bauweise, richtig? Relativ breit und flach. Sie nehmen schon viel Platz auf dieser Fläche ein. Ja. Das Faszinierende ist auch, man sieht gar nichts vom linken Roboter von Check24, der ja Hack 24 heißt. Man sieht gar nichts. Also das ist schon faszinierend. Hier gibt es noch 1-2 Probleme, den Roboter tatsächlich anzuschalten. Aber es müsste jede Sekunde losgehen. Und rechts der ESA-Roboter in Anlehnung an einen Satelliten. Das finde ich auch sehr schön. So, jetzt wird hier der Startschuss erteilt. Die beiden Roboter richten sich aus. Hack 24 hat noch leichte Startprobleme. Der Roboter von der ESA orientiert sich noch und wird sofort von der Fläche gedrängt. Das ist ein ganz klarer Sieg für Check24. Das sah doch schon sehr, sehr nach Favoritenrolle aus. Ja, das war wirklich faszinierend schnell. Nach den kurzen Startschwierigkeiten, die ja durchaus in Ordnung sind, hat das Team von Hack24, also von Check24, das Team mit dem Roboter Hack24, ziemlich gut nach vorne gepult, Das ging tatsächlich gepusht. Wie man mal Football sagt, bergauf, beziehungsweise bergab. Glaubst du, dass Check24 daran noch jetzt nachjustieren wird, diese Startschwierigkeiten? Oder, also ich meine, das ist ja ein Angriffspunkt für die Teams, dass man sagt, okay, der Check24-Roboter fährt relativ langsam hoch, wir müssen ihn direkt attackieren. Hat man dafür Zeit? Man hätte theoretisch Zeit, ja. Als nächstes E-Tecture gegen Sadis und Phi. Wir sind sehr gespannt auf Sadis und Phi, weil sie ja heute noch viel korrigiert haben an ihrem Roboter. Und E-Tecture haben wir ja schon gesehen gehabt mit dem markanten Kamm vorne dran und den 4-rädrigen Antrieb. Interessant ist, dass man von Sadis und Phi gar nichts sieht. Also man sieht nicht den Antrieb, man sieht nicht, was das Gerät, also was der Roboter macht. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt performt. Die Hand von dem rechten Roboter, die noch dran ist, also die Hand, die ist offensichtlich an dem Anschaltepunkt. Deshalb bin ich mal gespannt. Noch ein paar Fragen von Roman an Sadis und Phi. So, wir sind gespannt. Der Sadis und Phi Roboter ist im Stealth-Modus unterwegs. Nee. Wie schwer ist es für einen Roboter optisch zu erkennen, ob dieser Roboter vor einem ist oder nicht, wenn er ganz schwarz ist? Theoretisch braucht er gar keinen Ultraschallsensor. Nein. Der kann auch einfach nur nach vorne fahren. Okay. Und er kann auch einen anderen Sensor einbauen unten. Mhm. Oh Gott, jetzt haben wir gar keine Bewegung von Sadis und Phi. Ja. Was ist da los, Jörg? Ich glaube, das ist nicht geplant. Also ich glaube wirklich nicht, dass das geplant ist. Faszinierend wäre jetzt zu sehen, ob E-Tecture sich selbst disqualifiziert, so wie wir es schon mal gesehen haben heute.
Man sieht da hinten, werden die Roboter werden tatsächlich auch von den Teams angefeuert. Ja, ja. Wie wichtig ist das für einen Roboter? Ich glaube, das interessiert den Roboter an sich null. Aber es ist ein Riesenspaß für alle. Also wir haben immer sehr, 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 sehr viel zu lachen. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, euch das live anzuschauen, dann nutzt sie. Es macht sehr viel Spaß. Gute Teambuilding-Maßnahme auch. Und das hatte ich beim Roboter bauen tatsächlich auch das Gefühl, dass da Hand in Hand gearbeitet wurde und sich tatsächlich auch noch etwas besser kennengelernt wurde innerhalb des Teams. Ja, jetzt haben wir eine Pattsituation. Was passiert denn, Jörg, wenn beide so auf dem Feld verbleiben? Es ist ganz einfach die Situation. Der linke Roboter bewegt sich. Ja. Und der rechte hat noch keine einzige Bewegung gemacht. Das heißt, der rechte wird jetzt dann ausgezählt. Es wird von 10 runtergezählt und dann wird ein Punkt für E-Texture vergeben. Okay. Weil Citizen 2 keine Regung gezeigt hat. Weil sonst könnte man ja einfach ein bisschen Technik irgendwo hin tun. Dass dann ein Kilogramm wiegt. Genau, hinstellen und so sagen, das ist mein Roboter und er bewegt sich aber nicht. Okay. Das wollten wir ja vermeiden. Was ich sehr gut finde an dem E-Texture-Roboter ist, dass man die verschiedenen verbauten Elemente sehen kann. Also wir sehen, da sind 4 Räder drin, das heißt, da muss noch ein extra Battery Pack verbaut sein, damit der überhaupt nach vorne fahren kann. Damit der Arduino Nano ist. Genau, wir haben gesehen, E-Texture hat gewonnen, Citizen 5 wurde disqualifiziert. Das heißt, für diese Runde, ja. Richtig. Genau, für diese Runde. Ja. Sie haben jetzt noch kurz Zeit bis zum nächsten Kampf, um noch Nachjustierung zu machen. Und das sind wieder zwei Punkte für E-Texture. E-Texture geht ganz glatt durch bisher. wir haben 2 Punkte für Check24 gesehen. Und jetzt sehen wir tatsächlich die ESA gegen Cozy. Cozy hatte in der ersten Runde das Weite gesucht. das Weite gesucht. Vielleicht auch so ein bisschen das Lemming-Problem. möglich. Das Lemming-Syndrom ist bei Kampfrobotern tatsächlich auch eines der Schwierigkeiten, die auftreten können. Gut, wir gehen direkt rein und hoffen, dass der kleine Cozy-Roboter sich diesmal vielleicht etwas länger auf der Plattform halten kann. Ja, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen auch auf die Performance von ESA. Schaut mal bitte links. Und? Oh, er hat die Rufnummer gekriegt. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde Cozy sich heute ohne Feindkontakt tatsächlich verabschieden. Ich möchte das nächste Mal, wenn die ESA kämpft, mal darauf hinweisen, wie die Räder von denen sind. Ja. Denn wir haben eine glatte Holzoberfläche. Die Bereifung von dem ESA-Roboter, die hat durchaus Vorteile. Sollten wir gleich nochmal drauf gucken. Da werden wir nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Wer kommt jetzt als nächstes? Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Check24 haben wir einmal gesehen. Genau. Cozy hatten wir, E-Texture. Ich glaube, es könnte Check24 gegen Citizen 5 sein. Ja, das wäre natürlich eine mögliche Paarung und spannend zu sehen, ob Citizen 5 sich tatsächlich erholt hat von ihren Startschwierigkeiten am Anfang. Ja. Hier wird natürlich zwischendrin mit Schraubenzieher und Lötkolben wild gearbeitet. Ja. Vielleicht wird sogar noch was umprogrammiert. Das ist der Vorteil an den Arduino Nanos, die verbaut wurden. Die sind theoretisch ablösbar oder anschließbar, sodass man die nochmal umprogrammieren kann. Okay. Gut, mal schauen. Also Citizen 5 hat in der ersten Runde sich kein Stück bewegt. Der Hack 24 hat sich als Killer erwiesen. Er ist nach vorne gestürmt. Ich finde auch die Beleuchtung vorne toll. Jetzt mal, also wenn man von der rein technischen Ausstattung aus absieht, ist das tatsächlich auch schön gelöst, wie ich finde. Mit einem gewissen Designeffekt. Ich finde auch interessant, dass beide diese Option mit der Ramme vorne haben, also mit dem, dass sie, ich weiß gerade nicht, Schippe vom Schneepflug dieses, dass sie den anderen einfach weg... Oh, der Citizen 5 bewegt sich. Oh, Citizen 5. Das war klar, Check24. Deutlich schneller. Ja, vor allen Dingen scheint es so, als ob der rechte Roboter viel mehr Grip hat. Ja. Und dadurch eine bessere Haftung, wie gesagt, hat auf dem, also mehr Grip ist ja mehr Haftung, aber dadurch sich schneller fortbewegen kann auf der Holzoberfläche, die wir haben, was ein sehr großer Vorteil ist. Selbst wenn der Roboter, gegen den man antritt, schwerer ist als der eigene Roboter, kann man dadurch Punkte machen. Grip ist sehr, sehr wichtig.
Ja, und da wolltest du vielleicht, wenn die ESA gleich nochmal kommt, auch nochmal darauf hinweisen, dass man tatsächlich noch einiges an Werkzeug bzw. Materialien verbauen kann, um sich einen Grip-Vorteil zu verschaffen. Wird dieser Check24-Roboter geschlagen heute, Jörg? Also ich vermute, dass es hart wird, den zu schlagen. Also es könnte sein, dass wenn er zu schnell nach vorne läuft, er sich selbst disqualifiziert, aber wir werden sehen. Die European Space Agency gegen E-Texture, sehr, 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 sehr gute Paarung. Wir haben einmal den, rechts, bitte drauf achten, die Räder sind mit Sandpapier umwickelt, um besseren Grip zu haben. Die Frage ist, ob es funktioniert, denn die Gewicht zu Antriebslösung ist auch interessant. Jetzt bin ich gespannt. Bin gespannt. ESA sucht. Beide suchen. Aha. Oh, sie haben... Oh. Das ist jetzt tatsächlich der erste wirkliche richtige Kampf. Wir sehen hier die ESA mit einem Rad, aber das hatten wir besprochen, mit einem Rad von der Platte runter, noch in der Möglichkeit, sich wieder auf die Platte zu arbeiten. Genau. Die Frage ist, ob E-Texture jetzt hier nachsetzt. Mhm. Könnte schwierig werden, weil die ESA hat nur hinten zwei Räder als Antrieb, wie du siehst. Ja. Scheint innen drin keine Räder mehr zu haben. Das heißt, sie hat sich sozusagen dazu verdammt, nicht nach vorne fahren zu können. Und der Roboter kann ja nur, also er hat ja keine Sensoren, was durchdreht, würde ich mal vermuten. Also drehen sich die Räder einfach. Hier setzt E-Texture stark nach. Da kommt der Killerinstinkt. Pass auf, Jörg. Da geht's, das wird gleich. Und. Das ist doch aus. Das müsste doch aus sein, oder? Also noch ist sie mit einem Rad auf der Platte. Aber du meinst, ob sie außerhalb des weißen Umfeldes ist? Ja, genau. Also noch wird das Spiel von den Offiziellen nicht unterbrochen. Ich nehme an, es wird für den letzten Punch. E-Texture setzt sich durch. So. Spannend. Also bis jetzt sehe ich E-Texture auf einem ganz guten Weg ins große Finale. Ja. Jörg, sprich nochmal kurz darüber, was gibt es eigentlich heute zu gewinnen? Am Anfang haben wir in der Mitte den Pokal gesehen gehabt. Und dazu gab es noch verschiedene Apfelwein-Spezialitäten aus der Umgebung und natürlich Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre, ganz großes Thema. Oh, nächstes Check 24 gegen Cozy. Wir hoffen, dass Cozy sich erholt. Ja, meine Hoffnung ist, Cozy ist so mobil, dass er sich an den Rand der Plattform retten und der Heck 24 dran vorbeirauscht. Ich bin höchst gespannt. Ich auch. Das ist im Prinzip vernichtend geschlagen. Ja. Oh. Also, Cozy kann einem fast leid tun. Das ist jetzt die nächste Niederlage. Ich glaube, sie haben bis jetzt noch keinen Punkt. Ja. Und Check hat aber gut wieder zugelegt. Also Check hat alles gewonnen bis jetzt. Das ist E-Texture auch. Das könnte vielleicht ein spannendes Finale werden. Wir haben gesehen, der Check 24, der fackelt auch nicht lange. Ne? Ja. Der geht straight nach vorne. Er ist halt auch sehr breit. Also das muss man halt auch sagen. Er ist sehr breit gebaut und hat dadurch viel Möglichkeit, sich zu verteidigen oder zu bewegen. Schön ist auch, dass sie sich die Zeit genommen haben, ihn mit optischen Feinheiten zu verzieren, dass man halt die LED-Streifen vorne, dass sie blinken. Man sieht das Gehäuse nicht. Also man merkt, das Team, das hat schon Erfahrung. Ja, also aus internen Quellen können wir ja schon verlauten. Also es ist nicht der erste Roboter, den Check 24 in dieser Zusammensetzung baut. Ne? Also die haben da schon Erfahrung. Genau. Oh, die ESA gegen Cetus und Phi. Ich bin gespannt, wie sich der Cetus und Phi Roboter gegen den Satelliten von ESA schlagen wird. Also bis jetzt habe ich die ESA in meiner Meinung nach bisher besten Robo-Sumo-Fight des Tages gesehen. Mhm. Gegen E-Texture. Das war tatsächlich ein echtes Gerangel. Mhm. Also so, wie man sich das Sumo-Ringen eigentlich vorstellt zwischen Robotern. Yeah. Wir schauen jetzt mal, ob Cetus und Phi nachjustiert hat. Bis jetzt habe ich sie noch nicht wirklich als aggressives Angriffsteam gesehen. Mhm. Ja, das stimmt. Oh, jetzt geht sie nach vorne. So. Wow, und hier wird das mal wollen geschoben. Wir sehen. Jetzt geht es weit nach hinten. Oh. Aber wieder mit nach vorne. Also die ESA richtet sich gut aus und Cetus und Phi versucht,
sich auf der Plattform zu halten. Es geht immer weiter zurück, aus diesem Fall. Die ESA scheint zu suchen. Wo ist denn der Gegner? Wo ist denn der Gegner? Faszinierend war zu sehen, ich hatte ja die Vermutung, dass Citizen V einen Kettenantrieb nimmt. Ja. Und jetzt ist aber das Problem, durch den Bau des Roboters rechts sieht man ja, dass er aufliegt. Wenn man ganz genau hinguckt, auf der rechten Seite sieht man, er liegt drauf auf. Ja. Und das scheint außerhalb des Kettenantriebs zu sein. Er scheint zu weit rausgefahren zu sein. Das heißt, wenn er sich jetzt nicht zurückbewegen kann und die ESA sich nicht selbst disqualifiziert, dann muss ausgezahlt werden. Oh, meine Güte. Ja. Selbst die ESA hängt wieder mit einem Rad auf der Seite und haut sich eher raus. Also, gute Taktik von Citizen Five, sich einfach außerhalb des Feldes so zu platzieren, dass man im Prinzip sich selbst nicht mehr bewegen muss, allerdings auch nicht außerhalb des Feldes ist. Ja. Und zu warten, bis der Gegner sich selbst ins Aus katapultiert. Ja, gut. Ich meine, das ist jetzt ein klarer Sieg für Citizen Five gewesen. Ja. Der erste für sie, auch die gehen mit einem Sieg nach Hause. Ist ja auch schön für die Teams, wenn man nicht punktlos nach Hause geht. Ja, das stimmt. Allerdings hat dieses Vor-Zurück tatsächlich ja auch einige Nachteile. Die konnten sich jetzt rechts und links kaum drehen. Ist das bei einem Kettenantrieb grundsätzlich möglich, eine Rechts-Links-Bewegung? Ja, ist alles eine Sache der Programmierung, sind ja verschiedene Motoren. Ich denke, wir haben jetzt E-Tecture gegen Check24. Das ist auch eines der Duelle, die ich, also das könnte ich mir als kleines, also als vorläufiges Finale schon vorstellen. Haben die LEDs tatsächlich Einfluss auf die optischen Sensoren? Kann man die damit blenden? Nee, es ist ja Ultraschallwellen und die sind nicht, also die werden nicht beeinflusst durch Licht. Also das Auge, was man vorne auf dem E-Texture-Roboter drauf sieht, hat im Prinzip nur optischen. Ja, nur Ultraschallsensoren, aber man sieht. Ist der Kamm tatsächlich einfach umgeknickt worden? Ja. Also, aber man sieht auch, der Check24, er sucht tatsächlich seinen Gegner. Und also, vor allem mit einer Geschwindigkeit, hast du das gerade gesehen? Einfach nach vorne und bam. Einfach nach vorne und bam. Ich frage mich, was sie da verbaut haben. Also richtig, richtig gut. Also, da muss man Check24 auf jeden Fall Hut ab sagen, dafür, dass die heute Morgen einfach spontan gesagt haben, wir machen mit. Sehen sie bis jetzt eigentlich wie der klare Favorit auf den Titel aus. Mhm. E-Tecture könnte jetzt natürlich durch die Punkte, die sie bereits erreicht haben, sie haben schon 3 Siege, richtig, Jörg? 3 Siege, sich im Prinzip auch schon auf das Finale vorbereiten, denn die anderen Teams werden nicht mehr auf 3 Siege kommen. Was ich bin sehr gespannt auf das jetzige Duell, weil Citizen Five hat ja das nur Liegenbleiben gelöst, dass sie jetzt nach vorne fahren. Und das Faszinierende ist ja, die Idee ist ja auch, dass der Roboter nach vorne fährt, rammt und dann ausweicht. Oh. Oh. Komm, oh. Cozy. Oh. Das wäre, also es war ein kurzer Kampf. Ich hatte mir so gewünscht, dass Cozy auch mit einem Sieg nach Hause geht. Ja, ich auch. Aber der Citizen Five Roboter war tatsächlich jetzt gerade auch einfach nach vorne unterwegs. Wenn sie das früher im Turnier hätten lösen können, dass sie diesen Druck nach vorne entwickeln. Ja. Dann hätte ich da vielleicht auch noch mehr Chancen gesehen. Ja, Jörg. Faszinierend ist auch, Cozy hat den kleinsten Roboter von allen. Mhm. Und auch den leichtesten, würde ich mal vermuten. Glaubst du, dass sie tatsächlich, also kann man am Ende dann noch Gewicht zufügen und sagt, das Ding wiegt nicht ganz 1 Kilo, wir bauen dem noch eine Hantelscheibe mit oben drauf oder so? Also bei uns sind die Regeln aktuell, das ist ja immer ein sich entwickelndes Regularium, ist es so, dass du dann kein Gewicht mehr dazu machen darfst, weil du ja den ganzen Tag über Zeit hast zu kontrollieren, was du willst, wie du das machen willst und so weiter. Deshalb wäre es unfair auch, wenn jetzt alle Roboter, die einen guten Antrieb haben, so kurz, so während dem Turnier dann schon noch extra was drauf bekommen an Gewicht. Das fände ich persönlich jetzt nicht so cool. Und ich denke, die verschiedenen Gegner auch nicht. Deshalb wäre aber durchaus auch eine Sache, die wir mal ausprobieren könnten, um mal zu schauen, wie so die Reaktionen sind. Gut, nachdem jetzt eine wirklich spannende Vorrunde durch ist,
Und wir ganz viel gerechnet haben, tatsächlich nach unserem System mit 2 Punkten für einen Sieg, können wir im Prinzip direkt schon zu dem kleinen und großen Finale springen, Jörg. Es geht jetzt weiter mit dem Spiel um Platz 3 und zwar bestreiten das Satis und Phi und die ESA Space Agency. Wow. Okay, also Satis und Phi als unser quasi Geheimfavorit und die ESA als wir wussten nicht, was passiert. Mhm. Jetzt im Spiel um Platz 3. Wo siehst du Stärken, wo siehst du Schwächen? Die ESA hat sich selbst disqualifiziert, während Satis und Phi sich auch selbst disqualifiziert hatte durch Stehenbleiben. Ich denke, Satis und Phi könnte gewinnen, weil sie es hinbekommen haben im Laufe des Turniers, Reparationen und Verbesserungen zu machen an ihrem Modell, sodass es nach vorne geht. Okay. Wo siehst du Stärken? Also Stärken ist das nach vorne gehen, klar. Das Zurückgehen könnte eine deutliche Schwäche sein. Wir schauen es einfach mal an. Also die ESA wirkte dann doch irgendwie stabiler über das ganze Turnier gesehen. Aber wie gesagt, wir sind in einem Finale. Hier kann alles passieren, Jörg. So, die Maschinen sind gestartet. Es geht los. Die ESA schiebt stark. Satisfy nimmt Anlauf. Nimmt wieder sehr viel Anlauf, kommt nochmal zurück auf die Spielfläche. Und nimmt wieder sehr viel Anlauf. Ist das zu viel Anlauf, Jörg? Ja, ich glaube, es ist zu viel Anlauf. Es ist zu viel Anlauf. Der Kettenantrieb vom Satis and Fire Roboter hat wieder in den Leerlauf gewechselt, beziehungsweise hängt an der Kante. Jetzt geht es nur darum, kann die ESA auf der Plattform bleiben und haben wir damit einen deutlichen Sieger. Ich bin sehr gespannt. Die ESA manövriert sich immer weiter Richtung Abgrund. Jörg, warum bewegt sich die ESA immer rechts und nach links und nicht nach vorne? Der Ultraschallsensor bewegt sich immer nach rechts und links und je nachdem, wie es gekoppelt ist, kann es dazu führen, dass eben der ganze Roboter sich nach rechts und links bewegt. Okay. Und so wie es aussieht, hat das die ESA gemacht und wenn das so weitergeht, dann könnte das sogar ein Sieg für Satis und Phi werden. Wir werden sehen. Das hat Satis und Phi in dieser Turnierphase auch schon mal geschafft, dass sie einfach auf dem Feld geblieben sind, in dieser Position, in der sie jetzt auch sind. Aber die ESA, es sieht so aus, als würde sie ein kleines Stück zurückrudern. Ja. Also die ESA hat halt auch den Vorteil, dass sie das Sandpapier unten drunter hat und auch ein gewisses Gewicht und dadurch einen gewissen Vortrieb hat. Ja, deshalb aber Vortrieb wäre jetzt in der Situation noch nicht das, was man unbedingt möchte. Ja, ja, aber deshalb konnte sie Satis und Phi widerstehen, ja, und wurde nicht einfach vom Brett gefegt. Und jetzt ist die Frage, wann die Offiziellen entscheiden, dass das Spiel um oder der Kampf um Platz 3 beendet wird. Platz 3 ist im Prinzip, ja, es geht um Prestige, ne? Ja. Das ist ganz klar. Und wenn man mit einem Roboter antritt, da sehen wir doch, da wird der Motor ausgeschaltet. Herzlichen Glück, ESA, zum Platz 3. Jawohl. Sehr herrlich. Gut. Das war noch richtig spannend, fand ich. So gerade am Anfang, als Satis und Phi so schnurstracks gerade ausgefahren ist. Denn wie du vorher schon festgestellt hast, bei denen sieht man ja auch nicht den Ultraschallsensor, sondern die scheinen ja einfach nur darauf gepolt zu sein, nach vorne zu fahren und wieder zurück. Und das hätte auch von Vorteil sein können, wenn vielleicht Satis und Phi den Abstand etwas kürzer gemacht hätte beim Zurückfahren. Ja. Ne? Also wenn die Länge etwas kürzer gewesen wäre, dann hätte das vielleicht durchaus noch was bringen können. Hier wurde gerade der Preis gezeigt für den ersten Platz. Das ist ein Bembel, auf dem das agile Konferenzlogo drauf ist. Wundervoll. Das große Finale ist jetzt zwischen Check24 und E-Texture. Also es hat sich über den Tag abgezeichnet. Check gehört dahin mit ihrem Roboter. Absolut. Und E-Texture hat sich gegen einige Teams durchgesetzt und war tatsächlich einer der stabilsten Roboter. Ja. Die Kammtechnik vorne hat sich noch nicht wirklich ausgezeichnet. Wir schauen uns das Ganze an und sind höchst gespannt, meine Damen und Herren. Es geht los, das große Finale. Hier wird noch ausgerichtet. Die Motoren werden gestartet. 3, 2, 1. Haha, halt. Der Check muss noch ein kleines Stück zurück. Genau. Ich bin sehr gespannt. Es geht jetzt
los. Meine Damen und Herren, der wow. Check 24 mit einem starken Angriff. Ist das schon das Finale? Oh, ja, E-Check-Chuck rettet sich ein letztes Stück. Jetzt ist das Finale entschieden. Hack 24, angekündigt als der Killer-Roboter, hat abgeliefert. Wir gratulieren natürlich auch E-Texture zum Platz 2. Ein hervorragendes Turnier von Ihnen. Allerdings konnte niemand dem Killer von Check 24, dem Hack 24, widerstehen. Jörg, vielen Dank, dass wir das Ganze zusammen kommentieren durften. Sehr, sehr gern. Wir gratulieren allen Teilnehmern für die erfolgreiche Teilnahme und hoffen, ihr hattet ein spannendes Erlebnis mit uns. Jawohl. Viel Spaß noch bei allem, was ihr heute noch tun werdet. Adios.